Aber nur mal Wasser eingießen. Oh, da lesen wir. Oh Gott. Ich habe hier schon einen Sabbel. Wenn ich sehe, was ich da alles lesen muss. Hey Daria, bist du gekommen, um noch einmal allen dem Lebewohl zu sagen? Auch wenn sich hier unsere Lebenswege vorerst trennen, bin ich guter Dinge, dass sich unsere Pfade früher oder später wieder kreuzen werden. Aber aller Abschied ist schwer. Und dieser ist schwerer als so manch anderer. Fast wie ich meine. Es wäre leichter, sich den diebischen Streichen der Pixies zu stellen. Dabei fällt mir ein, ich frage mich, was aus dem Loporit, wird. Der Mond wird ja nun nicht länger als Arche benötigt. Ob sie wohl auf unserem Gestirn ein neues Zuhause finden werden? Ja, bitte als neu spielbare Rasse. Wie ich hörte, sinnieren der Rat der Philosophen und die Loporit bereits darüber, ob man den Mond und seine Anlagen nicht anderweitig nutzen könnte. Was auch immer sie entscheiden, es wird dem gegenseitigen Verständnis keinen Abbruch tun. Auch wenn es gewiss noch das eine oder andere Missverständnis geben dürfte. Allerdings gibt es bei den Loporit auch einige, die zwecks Studien den Mond verlassen haben und nun Eteris bereisen. Die Lupe werden ein Widerstand. Nein, sie werden eine spielbare Rasse! Das habe ich jetzt bestimmt. So, Punkt. Scheiß auf Widerstamm. Die werden eine spielbare Rasse. Puh. Widerstamm. Ist wirklich. Als Geschöpfe Heidelins verbindet sie nach wie vor eine starke. Oh Gott. Ein starkes Band mit diesem Planeten und seinen Lebewesen. Vielleicht beruht ihre Neugierde sogar auf den Charakterzügen Venats, wie du sie beschrieben hast. Auszuschließen ist es nicht, dass diese auch durch die Schöpfungsmagie an die Loporit weitergegeben werden. Ich hoffe jedenfalls, dass ihre Liebe für das Leben auf Eteris und ihre harte Arbeit reiche Früchte tragen und sie gemeinsam mit den Bewohnern dieses Planeten ihr Glück finden werden. Ich werde selbstverständlich unseren kleinen Freunden als Exeget mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja. Sofern sie es wünschen. Ja, wir sollen ein Haus hier haben. Ich der erste Loporit verstehe. Ja, das erste. Wir waren das erste. Als Freund? Ja, ein faszinierender Gedanke. Wenn ich sie das nächste Mal treffe, dann werde ich ihnen diesen Vorschlag unterbreiten. Wenn die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht, würde ich mich sehr geehrt fühlen. Aber nun haben wir viel über die Loporit gesprochen. Tatsächlich seid es doch ihr, du und unsere gemeinsamen Freunde vom Bund, die mir wirklich nahestehen. Ich weiß, ich habe euch mit meinem eigenwilligen Taten in der Vergangenheit ein ums andere Mal Kopfzerbrechen bereitet. Doch anstatt mich zu verstoßen, habt ihr mir immer die Treue gehalten. Meine Dankbarkeit dafür ist zu groß und mein dichterisches Talent zu gering, dass meine Gefühle sich in angemessenen Worten fassen ließen. Deshalb möchte ich dir anstatt ein paar magere Worte lieber mein Talent, so gering sie auch sein mögen, zur Verfügung stellen, wann immer sie auch benötigt werden. Auch wenn dich deine Reise in den tiefsten Tiefen oder gar an den Rand des Universums führen sollten, werde ich deinem Ruf folgen, meine treue Freundin. Und das waren erst 2 von 8. Oh, ich will nicht mehr. Thank you.
Ich muss gerade ein bisschen was machen. Kriegle. Machen wir als erstes Kriegle. Wie geht es dir? Sind alle Wunden gut verheilt? Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich eigenmächtig ein Abkommen mit Zenus geschlossen habe. Ach, du warst das. Aber ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Er wollte gegen dich kämpfen und ich wusste, dass er uns helfen kann. Natürlich habe ich an dich geglaubt. Ich habe tief in meinem Herzen gespürt, dass du gewinnen würdest. Er hat sein Versprechen gehalten und du hast ihn besiegt. Ich weiß natürlich, in welcher Verfassung du warst, als du dich auf die Ragnarok retten konntest. Verzeihst du mir trotzdem? Ich habe eine große Hilfe. So, und wer spielt mit mir gleich die Story nochmal? Spielt dieselbe Story nochmal! Danke, da bin ich wirklich erleichtert. Ich wünschte, ich hätte noch mehr für euch tun können. Mir ist schmerzlich bewusst geworden, wie schwach ich eigentlich bin. Ich bin keine Kriegerin und der Rat der Philosophen hat mich wirklich auf Trab gehalten, aber ich möchte stärker werden. Deswegen habe ich einen wichtigen Entschluss gefasst. Ich werde das Erbe von Baldesions Gelehrten antreten. Ihr Bund soll wieder aufgebaut werden, damit Shadayan anderen Ländern helfen kann. Unbekannte Gefahren zu besiegen. Alleine schaffe ich das natürlich nicht. Rojika und andere Überlebende der Gelehrten werden mir dabei helfen, den Weg wieder aufzunehmen, den mein Großvater einst pflasterte. Bestimmt gibt es auch ein paar gefährliche Dinge zu tun. Dann werden wir auf Beistand von außen angewiesen sein. Du willst uns doch auch, oder? Du hilfst uns doch auch, oder? Den Bund gibt es zwar nicht. Zwar so nicht mehr, aber all seine Mitglieder sind herzlich willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich verspreche, dass ich bis dahin stärker geworden bin. Ich fange klein an und arbeite mich dann einfach immer weiter hoch. Drei von acht. Um Gottes Willen. Das nimmt nichts ab, ne? Ah, entschuldige, dass ich ausgerechnet heute zu spät gekommen bin. Ich habe so schnell noch schnell einen Brief an meine Eltern geschrieben. Vater wird es bestimmt auch interessieren, was nun aus dem Bund wird. Er ist wahrscheinlich gerade damit beschäftigt, die Pläne für den großen Exodus komplett umzukrempeln. Diese werden ja nun nicht mehr gebraucht. Dem Göttern sei Dank. Außerdem wird der Rat sich wohl wieder in endlosen Debatten ergehen, welche Richtung Shadayan in Zukunft einschlagen sollte. Ich habe ihm schon genug Sorgen für ein ganzes Leben bereitet. Da belasse ich es für eine Weile besser mit bei Briefen. Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment auch keinen Grund, nach Shadayan zurückzukehren. Das gilt wohl auch für meine Schwester. Wir werden beim Wiederaufbau Galamals helfen. Noch ist nichts abzusehen, was aus dem Kaiserreich in Zukunft werden wird. Aber die Bevölkerung dort braucht jetzt unsere Hilfe. So viel steht fest. Außerdem sind noch Lucia, Maxima sowie ein Teil des Isabat-Korps vor Ort. Sie koordinieren die Unterstützung aus den benachbarten Ländern und werden einen großen Überblick über die Situation haben. Dann wäre da natürlich noch Julius und die übrigen Galeer. Die Heilung der Besessenen ist größtenteils abgeschlossen. Wenn Sie es denn wünschen, können Sie sich dem Wiederaufbau anschließen. Verstehe mich nicht falsch. Ich mache das nicht, um das zu büßen, was mit Lucinia und ihren Schwestern geschehen ist. Das wird für immer auf meinem Gewissen lasten, egal was ich tue. Nein, der Grund, warum ich nach Galamalt möchte, sind die Worte Quintus, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben. Ja, unsere Ideale aus. Eher unsere Idealaussendung. Unsere Anführer hätten kein ganzes Regiment nach Galamalt geschickt, wenn sich keinen Nutzen davon versprochen hätten. So etwas in der Art, sagt er, und als wir ihm damals als Gefangener vorgeführt wurden, auch wenn es zu spät ist, möchte ich ihm beweisen, dass mir mehr an Galamalt und seinen Bewohnern liegt, als reinstes Eigeninteresse. Das Land hat eine schwere Zeit vor sich. Kräfte von außerhalb wie innerhalb werden versuchen, auf seine Zukunft Einfluss zu nehmen. Alles andere wäre Wunschdenken. Ich zweifle nicht daran, dass die Föderation ihr Bestes geben wird, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Aber das Land muss auf eigenen Beinen stehen können.
Deshalb möchte ich den Kontakt mit den Bürgern Galamals selbst suchen. Ich möchte mit ihnen lachen und weinen, sie kennenlernen. Nur dann werde ich ihre Wünsche und Hoffnungen wirklich verstehen. Das ist der erste Schritt. Ja. Melde dich mal. So zwischendurch. Oder mal. Aber nicht zu häufig, bitte. Ein Brief an dich? Aber sicher. Vielleicht schaffst du es ja auch, uns mal zu besuchen. Das würde mich freuen. Und Alizée bestimmt ebenso. Seit ich in Eosea angekommen bin, warst du stets an meiner Seite. Was auch immer geschah, du hast mich und Alizée beschützt. Wie oft haben wir uns getroffen, um uns über dies und das zu beraten. Unzählige Male, was wir nicht alles gemeinsam erlebt haben. Wir werden garantiert noch in die eine oder andere prekäre Situation geraten, wo guter Rat teuer ist. Oder wo wir einfach nur eine gute Freundin brauchen. Dann wäre ich froh, wenn du wieder an unserer Seite stehen würdest. Mhm. Danke für alles. Ohne dich wäre ich nicht der, der ich heute bin. Hälfte haben wir. Boah. Hätten sie das nicht vertonen können? Ah, da ist sie, unsere große Heldin. Ich hatte schon befürchtet, dass du dich gar nicht bei mir blicken lassen würdest. Ha, nur ein kleiner Scherz am Rande. Ich bin heilfroh, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Hast du dich gut erholt? Der Hund wach? Eventuell muss ich doch noch einmal hochgucken und gucken, ob der Hund nicht raus muss. Kann sein, dass der Hund gerade wieder am Rumtapern ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Könnte aber sein. Gerade nach dem Tod nah und übersät, wir wurden am nächsten Tag schon wieder auf den Beinen. Als sei nichts gewesen. Ich werde nicht verstehen, wo du diese unerschöpfliche Kraft hernimmst. Das ist wohl die harte Schule des Lebens, was? Okay, ich gehe einmal ganz kurz hoch. Ich will nur mal gucken, ob der Hund wach ist. Wenn es draußen ist. Nicht, dass der Hund wirklich reinmacht. Ich habe keinen Bock, das jetzt gleich wegzumachen. Ich bin gleich wieder da. Ich beeile mich. Okay, nee. Mein Kater ist vom Tisch gefallen. Es lag wohl irgendwas auf dem Tisch und der Kater ist damit runtergeknallt. Oh. Und ist dann natürlich wie ein versenktes Huhn durchs Haus gerannt. Ja, einer unserer Kater, das ist der Jüngste, er fällt gern von allen möglichen Gegenständen runter. Ob es Schränke sind, ob es Bücherregale sind. Oh, ob es ein Wäscheständer ist, er fällt mit allem um. Er fällt sogar vom Bett beim Schlafen. Und ich glaube, er hat sogar auf dem Tisch, auf dem Esszimmertisch geschlafen. Ich weiß nicht, da lag irgendwas. Ich hebe es gleich auf, wenn ich rauskomme. Ich glaube, es war auch einfach nur so ein... Oh, hier Untersetzer für... Ne? Tassen und so. Und damit ist er einmal runtergesegelt. Und ich denke mir nur so, okay, was geht denn da oben los, ne? Hat der Hund da wieder was gemacht? Weil meistens, wenn es laut oben wird, entweder sind es die Katzen, die toben, das höre ich aber. Oder es ist der Hund, der am Rumtapern ist. Nein, es war Gizmo. Ich bin nur Gizmo. Das schlankste und kleinste Tier. Was weniger wiegt als
unsere beiden Kater zusammen. Das ist ein Strich in der Landschaft. Also man sieht ihn und man denkt sich nur, jo, ein Berg voll Muskeln. Mehr ist das Tier nicht. Was ein Tollpatsch, ja. Wie gesagt, er fällt auch nachts beim Schlafen, fällt er auch aus dem Bett. Das muss man erstmal schaffen. Ich meine, die meisten Katzen wachen dann ja auf, wenn sie kurz davor sind, von der Kante zu fallen und merken dann auch so, oh, okay, ich gehe wieder rauf. Er fällt runter und pennt weiter. Und wundert sich dann, dass er, ne, unten liegt. Und dann kommt immer nur. So die typische Beschwerde. Und dann heißt es nur, ne, Frauchen, Frauchen muss Kater ins Bettchen tragen, weil Kater will dann nicht mehr. Der Arme, der ist das gewohnt. Mobbing-Opfer der Katzen, also der anderen zwei. Der kriegt auch immer einen drauf. Ob vom Hund, ob von dem anderen beiden Katzen, der kriegt immer einen drauf. Nur von Mama wird er lieb gehabt. Und von Herrchen. Ab und an mal. Er ist halt ein reiner Mama-Kater. Ich habe den beiden jetzt auch mal die Schlafzimmertür geöffnet. Und dürfen sie sich da nämlich schon hinlegen. So. Oh, wo war ich denn? Und so stehen wir hier nun. Die Endsängerin hat ihr letztes Liedchen geträllert. Und der Weltuntergang ist abgesagt. Nicht nur hier, sondern auch in den Splitterwelten. Rene kann jetzt ebenfalls einem neuen Morgen entgegenblicken. Für mich ist das alles, was am Ende zählt. Danke, ohne dich hätte ich vielleicht niemals die nötige Stärke in mir gefunden, den Ultima-Thule durchzuhalten. Falls du Rene mal wieder treffen solltest, dann sag ihr bitte nicht, dass wir schon wieder auf Wanderschaft gehen sollen, wollen. Sonst macht sie sich vielleicht unnötig Sorgen. Aber irgendwann muss die Augen offen halten. Nur weil der Bund sich aus dem Weltgeschehen verabschiedet hat und sich die Stadtstaatenstämme mal nicht die Köpfe einschlagen, heißt das nicht, dass alles in Butter ist. Es gibt da draußen mit Sicherheit noch zahllose Probleme, um die es sich zu kümmern gilt. Und da kommen Leute wie wir ins Spiel. Problemlöser. Also gut, ich gebe zu, dass ich auch nicht viel mehr als durch die Welt zu vagabundieren. Aber es ist für einen guten Zweck. Wenn Rüne fragen sollte, kannst du ihr sagen, Tankred ist immer noch der Alte, dauernd irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Das macht's besser? Gut, das klingt trotzdem wie ein rastloser Wanderer. Tja, schätze, das bin ich dann wohl. Der Bund war mein Zuhause, weißt du? Hier war Mylphilia. Hier habe ich dich und all die anderen getroffen. Wie oft bin ich von hier losgezogen und wieder hierher zurückgekehrt, wenn die Arbeit erledigt war? Als der Bund gegründet wurde, hatte ich gehofft, dass Mylphilia einen Ankerpunkt für sich finden würde. Ich hätte nie gedacht, dass auch ich ein neues Zuhause gewinne, eine neue Familie. Aber lass mich dich anstelle von Mylphilia mal was fragen. Bist du froh, dass du dich dem Bund der Morgenröte angeschlossen hast? Ich sag dazu lieber nichts. Ja, komm. Das andere ist ja etwas, naja. Daher, wie sie lebt und lebt. Aber mir geht's ganz genauso. Ja, das war's dann, Ab hier trennen sich unsere Wege für eine Weile. Wenn du einen geschickten Spiel oder durchschlagende Hilfe brauchst, zögere nicht, dich zu melden. Ich und sicherlich auch unsere dichterischer Kartendeuter sind dann zur Stelle. Ich bin teilweise kurz davor, das einfach nur zu skippen, ne? So kurz davor bin ich. So kurz davor. Aber auch wirklich nur so kurz davor. Erzählt er noch was? Ja, ich weiß, ich habe es gerade nicht gelesen. Stört das irgendwen, wenn ich überfliege? Nein, ich lese, keine Angst.
Nö. Ah. Wie gesagt, wir hängen halt echt zusammen. Ah. Komm, wir überspringen zumindest das Szenen. Oh, Emmerich. Das hat keiner gesehen hier, ne? Das sieht kein Schwein gerade. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Oder gehört. Ich muss es ja sowieso fürs Let's Play lesen. Ich kann nur nicht mehr. Und das ist das dritte Lied heute, was ich liebe. Okay, jetzt toben die Katzen. Ja, es ist kein richtiger Abschied, aber es ist halt trotzdem irgendwie befremdlich. In die Tränen locken mit der Musik. Ja. Oh, jetzt kommt Matoyas Theme. Okay, es gibt 4 Lieder. Das Matoyas Theme ist halt auch für mich. Ne? Allein wegen Final Fantasy 1. Ja, schreib es nieder, Estola. Bitte. Tu's einfach. Oh, diese Musik. Ich mag da gar nicht zwischenreden bei der Musik. Warum hat man das nicht synchronisiert? Oder alles in eine Szene gepackt? Gott, und das Letzte.
Stell dir mal vor, wie lange es jetzt noch gegangen wäre, wenn ich die letzten drei Dinge hier jetzt auch. Nee, vier Dinge auch noch gelesen hätte. Nee, drei waren's. Tankred hatten wir ja noch gelesen. Also laut gelesen. Lass mich hier raus. Gab's für die letzte Quest hier noch irgendein Geschenk? Ja, kannst du lange drauf warten. Gott, sind wir fertig? Ja! Da ist ein grünes Symbol. Grünes Symbol ist gut. Mehr habe ich. Wir kehren dem Sonnenstein den Rücken zu. Ja. Ich krieg ein neues Mal. Hab ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz im Inventar. Im Ganzen, ich mache mich auch auf ins Beste. Haben wir schon mal zwei. Kurz. Ja, wir beenden jetzt hoffentlich auch. Ich will ins Bett. Ich bin echt im Arsch. Wenigstens hatten wir jetzt zum Ende nur noch das Gelaber. Aber wir kehren jetzt auch dem Sonnenstein in den Rücken. Aber schlaf schön. Und danke, dass du so lange dabei warst. Fino und ich werden zuerst einen Abstecher nach Ishgard machen. Mach das. Großmeister Emmerich hat Nachrichten von dem Ilsabar-Korps ja, Emmerich erhalten und möchte sie mit uns teilen. Wir sollten uns dort mit ein paar Sachen gegen die Kälte ausstatten. Vielleicht finden wir auch passende Souvenirs für Julius und die anderen. Und was habt ihr vor? Weg! Ich gehe ins Dravanische Hinterland. Es gibt da ein Buch in der großen Gobal-Bibliothek, in das ich unbedingt einen Blick werfen möchte. Bei der Gelegenheit werde ich auch nach einer gewissen Hexe und ihren Besen sehen. Ja, Matuya! Wir lassen uns einfach treiben. Ich glaube, Al-Shalayan wäre ein guter Ort, um eine neue Reise zu beginnen. Haben wir doch gerade erst geändert. Ich bin gespannt, wie es den Loporit geht. Ob sie immer noch da sind? Euch ein Stück des Weges begleiten? Wir wollen zurück zu Baldesions Annex. Es sollen sich eine Menge Anfragen angesammelt haben. Die werden wir uns ansehen. Und du gehst nach Razatan? Ja, Vritra möchte etwas von mir. Das werde ich mir anhören. Aber es sollte nur ein kurzer Abstecher sein. Verstehe. Dann haben wir ja alle etwas zu tun. Nö, ich nicht. Zeit, wohl zu sagen. Also doch eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht.
Von einer haben wir noch gar nichts gehört. Ich auch. Lol, wie mich alle angucken. Was ist mit dir? Keine Ahnung, wo ich nicht gehe. Was hast du vor? Gar nichts. Ins Bett gehen. Was ist mit dir? Wohin gehst du? Ins Bett. Ich gehe ins Bett. Guck den. Ich wollte gerade sagen. Oh. Da war ein Vöglein. Na, hast du dich beruhigt? Das was? Das war's. Ende. The End. Wir machen jetzt Feierabend, Hybrid. Mein Freund, denn unsere Reise wird ewig. Hoffe ich. Bitte. Ach, komm schon. Alter, das will mich aber echt flicken hier gerade. Ich will nur ins Bett. Ich will nur schlafen. Für die Beständigkeit dieses Ortes erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Es ist, als würde die Zeit stillstehen. Im Bett ruft er mir. Wer bist du? Wer bist du? Und doch spüre ich etwas. Etwas rührt sich. Ja, aber wer bist du? Unter den tiefsten Schichten der Erde. Im Dunkel, wo kein Stern leuchtet. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Wo die Schatten wohnen. Wer bist du? Was auch immer es ist, es sollte so schnell wie möglich aufgehalten werden. Aber oh, wer bist du nochmal? Ich kenne deine Stimme. Begegnen, dessen Kommen sie prophezeite. Ich komme nicht drauf. Deine Stimme habe ich schon mal gehört. Das Pandemonium. Nein. Du und ich, wir werden zusammen hinabsteigen. Nein. Pandemonium im FF-Universum ist nicht gut. Nicht erwarten. Nein, bitte sag mir nicht, dass es da als nächstes hingeht. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht das Pandemonium. Pandemonium ist in FF nicht gut. Nein, ganz schlechte Erinnerung. Nein. Ganz schlechte Erinnerung ans Pandemonium. Oh, ganz schlechte Erinnerung. Du hast die Endwoker-Erweiterung abgeschlossen. Juhu. Das Abenteuer geht weiter. Echt? Ich hoffe gerade nicht. Gerade bitte nicht. Lass mich bitte einfach ins Gebiet und lass mich einfach meine Sachen, die ich da bekommen habe, bitte einmal aktivieren. Das wird traumhaft. Danke. Was habe ich bekommen? Ich habe eine heroische Puppe erhalten. So. So. Und ein neues Mount habe ich auch erhalten. Hallöchen. Ach nee. Jo. Okay. Und als Mount. Ich hab ihn. Ja. Aber ein mega toller Stream. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wir sehen uns dann morgen. Sehen uns dann morgen. So gut, dass wir hier durchziehen. Ja, bis morgen. Schlaf auf jeden Fall schön. Und danke, dass du dabei warst. Ich genieße gerade bei kleinen Argos. Ich bin jetzt nicht so der Hunde-Fan, aber... Oh, warte mal. Kleines Laderchen. Oh, so.
Schön. Wirklich. Huch. Lol. Hier gibt es jetzt auch sowas. Egal. Gut. Sehr gut. Dann haben wir es damit ja erledigt. Oh, die 90, die prangt da so schön. Dann kann ich ja jetzt in den nächsten Tagen, oder habe ich zumindest in den nächsten Tagen deutlich weniger Stress, was das Reinkommen in FF bedeutet. Ist das ja für mich jetzt nicht mehr ganz so gravierend. Bedeutet für mich allerdings, die nächsten zwei Klassen auf 90 kriegen. Juhu! Also Reaper und Tänzer. Hier. Dann loggen wir uns einmal aus. Fortsetzung folgt! Das stand vor einer Woche drauf. Also vor etwas über einer Woche. So, dann einmal ausloggen. So, ach, ich habe ja vorhin Screenshots gemacht. Ja, stimmt. Da war was. So.